Es waren die Momente, als eine Sensation in der Luft lag. Als die DSC-Damen in den grünen Trikots den großen Favoriten richtig ärgerten. So wandelten sie mit Kampfgeist und spielerischem Geschick im ersten Satz einen 0:4 Rückstand in einen 9:9 um. Um anschließend bis auf 17:14 davonzuziehen. Michelle Bartsch mit erstklassiger Feldabwehr. Und dann Lisa Izquierdo mit dem Punkt. Der Satzgewinn schien möglich, die ausverkaufte Halle tobte. Aber dann häuften sich kleine Unzulänglichkeiten. Den noch jungen Dresdnerinnen gelang es nicht, den Satz auf so hohem Niveau zu Ende zu bringen. Ende der erste Satz, weiß ich nicht, ob wir vielleicht einen Moment nachdenken oder dass wir uns zu sehr gefreut haben vielleicht. Ja, naja, oder 3 Punkte, auf jeden Fall haben wir sie spielen lassen und dann siehst du auch die Erfahrung von sie und dann ja, kommen sie einfach gut ins Spiel rein. Vor allem die Aufschläge der Südkoreanerin Kim bereiteten dem DSC Mühe. Viele Bälle gingen verloren, sodass sich das international topbesetzte Team von Fenerbahce Istanbul schnell absetzen konnte und die Sätze 2 und 3 klar gewann. Eine 0:3 Niederlage vor stimmungsvoller Kulisse. Die Stimmung in der Halle war natürlich gerade im ersten Satz war einfach genial. Wir hätten uns gewünscht, das in den Sätzen 2 und 3 so mitzunehmen noch. Dann hätte man auch mit super gutem Gefühl 3:0 verlieren können. Jetzt ist es eben so, dass die Sätze 2 und 3 dann letzten Endes ja, so ein bisschen zu deutlich waren. Beim Rückspiel nächste Woche in Istanbul gilt es für Dresden, weiter Erfahrung zu sammeln. Denn bei den Meisterschafts-Playoffs will man davon profitieren.